Willkommen Leute bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Heute ein paar Replays. Ich zeige euch erstmal den Angriff, den ich eben gerade gemacht habe. Der war eigentlich echt cool. Ich habe mit Barbaren, Bogenschützen und Goblins, Mauerbrechern und vier Riesen angegriffen. So, wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Ich habe mir gedacht, ich greife von hier unten an, damit ich jetzt allererstes den Magierturm hier unten weg habe, weil der echt eklig wird. Und habe dann meine ganze Barbaren runtergelassen und meine Bogenschützen, dass die hier erstmal außenrum alles zerstören. Dann rennen die hier rein, ein paar Mauerbrecher hingesetzt, dass die tiefer reinkommen. Wie man sieht, ein Heilungszauber hier hingeklatscht, ein Rage-Zauber. Da hinten noch ein Heilungszauber hin. Sie arbeiten wirklich ihren Weg hier durch. Hinten, die Mörser sind alle schon fast kaputt. Dann kommen wir in die Mitte der Basis. Mörser ist sofort im Arsch. Und wir haben eigentlich schon einen Großteil vom ganzen Loot gekriegt. Und den Rest kriegen wir es leider nicht mehr. Ich glaube, das Rathaus kriegen wir noch. Ja, tun wir. Und wir sterben halt am letzten Magierturm. Aber das ist oft so, weil Magiertürme sind echt, echt richtig starke Verteidigung. Und ja, das war der Angriff auch schon. Der war schon ziemlich schnell, ich weiß. Dann gucken wir uns direkt mal den nächsten Angriff an. Den habe ich mit Dr. Fu Manchu gemacht. Das schreibt gerade einer, super Angriff. Ja, war echt ein cooler Angriff, muss ich sagen. Ich habe meine Truppen einfach hier oben runtergesetzt. Acht Riesen auf jeder, nee, sieben Riesen auf jeder Seite. Dann auf jeder Seite, ich glaube, lass mich nicht lügen, keine Ahnung, 10 Magier oder so. Ein Heiler runtergelassen, ein paar Mauerbrecher, damit wir tiefer reinkommen. Dann noch mehr Mauerbrecher auf jeder Seite. Und wir sind schon relativ tief in der Basis drinne. Jetzt kommt die Clanburg vom Gegner an. Auf der einen Seite wird es von unserem König kalt gemacht, auf der anderen Seite von gar nichts. Scheiße. Doch jetzt von unseren Magiern, glaube ich, gleich. Und hier auf der anderen Seite unser König mit den ganzen Magiern und Riesen arbeitet sich richtig gut durch. Unser King. Oh, ist es unser King? Ja, das ist unser King. Der killt da unten noch den gegnerischen Magier. Und ja, das ist, ich glaube, weiter als hier kommen wir auch nicht mehr. Wir holen uns noch das restliche dunkle Elixier. Und unsere letzten paar Riesen werden jetzt gleich hier unten drauf gehen. Unsere paar letzten Magier auch. Aber die Base von diesem Typen hier war echt gut, oder dieser Tussi, man weiß ja nicht, ist echt gut eigentlich. Hätte ich nicht von beiden Seiten angegriffen, wäre ich nicht so weit gekommen. Und ja, ich würde sagen, wir warten noch kurz, bis meine Truppen fertig sind und greifen wir nochmal an, oder? Bis gleich. So, Dele, ja, ich habe jetzt meine Truppen fertig werden lassen und das tun wir mal angreifen, ne? So, wir suchen einen Gegner mit richtig viel Loot, so wie immer. Damit wir ihn schön plündern können. Ja, ich weiß, ich habe es mit der bösen Lache nicht so drauf. Entschuldigung, aber das macht ja auch nichts. Weil ich jetzt einfach angreife. Ja, das ergibt Sinn, oder? Ich glaube schon. So, der hier sieht ein bisschen heavy aus. Eieieiei. Warum der noch nicht Level up ist, verstehe ich nicht. Hat doch schon alles auf Max. Komische Menschen gibt's, ne? Ja. So. Wen greifen wir? Oh ja. Den machen wir sowas von kalt. Okidokili. Ich werde jetzt hier zu Flanders. Ich würde sagen, wir greifen von hier an. Zack, zack. Und jetzt erstmal unsere ganzen Barbarians hier runterlassen, ja. Weil die machen so voll den großen Schaden und so, ja. Und die machen dann richtig die Gegner kaputt, ja. 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 Entschuldigung. Ein bisschen aufgedreht gerade. Warum auch immer. Mal war es nicht. Ist einfach so. So. Dann tun wir jetzt nochmal hier ein paar mehr Barbaren runterlassen. Hier drüben noch ein paar Bogenschützen und dann rushen die da einfach rein und zerbersten unsere Feinde. Die werden nicht wissen, was da auf sie zukommt. Ja, so ist das. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so scheiße meine Stimme verstellen muss. Aber es macht Laune. So. Ach komm, das werden 100% Mensch. 100% Man. Man. Dude. So. Den machen wir richtig kalt. Die Taktik hat perfekt funktioniert, Leute. Leute. So, gibt noch diese dummen, da hinten so ein Labor und da unten eine kleine Bauhütte in der Ecke. Mehr gibt's da nicht. Ihr werdet wahrscheinlich nur noch Forest-Videos sehen bis, also wir haben jetzt den ersten, an dem ich das aufnehme und wahrscheinlich hochlade und bis zum 5. oder 6. bin ich im Urlaub, also, ja.
Da lade ich ganz viel The Forest hoch und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal auf den Krieg, weil, ja, Krieg war ja. Und, yo, ich wurde ziemlich kalt gemacht. Also hier mit dem Hauptprofil Dr. Fu Manchu wurde ich ziemlich zerberstet. Wir machen das mal im Ultra Speed Up. Der hat mit Schweinereitern angegriffen, mit jede Menge fucking Schweinereitern. Und, ja, das ist echt ätzend. Da kam man mit 35 oder so Schweinereitern an und hat einfach meine ganze Basis zerberstet. Ich weiß auch nicht, wenn ich das mache, klappt das nicht. Aber meine Schweinereiter sind auch noch nicht auf einem hohen Level. Obwohl ich, habe ich die eigentlich upgradet? Oh mein Gott, weil ich habe genug, um die abzugraden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich bin irgendwie gerade voll aufgedreht, ich weiß auch nicht warum. Vorhin eben habe ich noch, vor ein paar Minuten habe ich noch The Forest aufgenommen, ein paar Folgen. 5 Stück oder so, glaube ich. Und da war ich noch voll nicht aufgedreht und jetzt bin ich voll aufgedreht. Clash of Clans macht mich happy. So, wir gehen rüber und suchen mal hier jemanden, den ich angegriffen habe. Ich habe nur mit Dr. Fu Manchu ganz gute Angriffe geleistet. Mit Chimera habe ich nur verkackt. So, da, den habe ich angegriffen. Wiederholung anzeigen. Vermutlich ist das der Angriff, den ich wieder mit den Pekas gemacht habe und meinen Dingsbumsens. Bummensdingsens, genau. Ja, das ist der, den ich mit Golems und Pekas gemacht habe. So, und ganz viel Magiern. Da kommen die Pekas rein. Golems sind schon drinne. Alles mal ragen und heilen gleichzeitig. So. Die arbeiten ihren Weg ziemlich schnieke hier durch, aber leider waren hier Dingsbums, die scheiß Tesla-Türme, und die waren ziemlich gut versteckt und die haben dann einfach meine Pekas gematscht. Ist halt echt ätzend, dass die so effektiv gegen Pekas sind. Ja, viel mehr passiert da jetzt auch nicht mehr. Ich guck gerade mal, ob ich noch einen Angriff von mir finde. Ich weiß, heute im Zim normalerweise mache ich das ja nicht so im Ultraschnelldurchlauf, sondern normalerweise ein bisschen langsamer. Hätte ich den hier mit PKs angegriffen, so wie eben, hätte ich gewonnen. Aber nein, ich dachte, ich probiere mal eine andere Taktik aus. Na okay, was heißt andere Taktik? Einfach Riesen und Magier jede Menge. So, durchgebrochen. Jetzt habe ich meinen restlichen Magier noch runtergelassen. Aber die Taktik ist nicht so gut, weil, guck, die Riesen sind schon alle eigentlich down, außer einer, der jetzt auch down ist. Und die Magier alleine, die können nichts. Die können einfach nichts. Das ist so. Das ist halt echt ätzend. Weil halt echt andauernd Krieg ist und ich habe als kein Geld und bla und nicht genug Ressourcen einfach und kann dann nicht die ganze Zeit mit PKs angreifen, weil es echt teuer ist. Man kriegt vom Krieg auch voll oft nicht viel. Und ja. Das ist scheiße halt. So Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, ihr abonniert mich. So wie immer halt die ganzen Sachen, die man am Schluss von einem Video so sagt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.